Ein offenes Gesicht und eine dunkelblonde Wuschelfrisur. Das ist das eine. Messerscharfe Argumente und ein erstaunliches Durchsetzungsvermögen das andere. Flavia Kleiner hat ein paar nicht ganz unwichtige Fernseh- und Radioauftritte absolviert und wirkt souverän, wenn sie gegenüber dem altdienten SVP-Politiker Luzi Stamm in der SRF-Arena sagt: Herr Stamm, die SVP ist eine wirtschaftsfeindliche Kraft. Hallo. Wir sind eine kleine, exportorientierte Volkswirtschaft. Sie werden die Schweiz isolieren und sie wird zusehends Rechtssicherheit verlieren. Und das ist Gift für einen Investitionsstandort Schweiz. Und ich rede jetzt da ganz bewusst als Vertreterin von einer jungen Generation. Sie verhandeln da alle meine Zukunft. Das war eine knappe Woche nach dem Abstimmungssonntag, wo die Durchsetzungsinitiative mit knapp 59% Nein-Stimmen Bach abgeschickt worden ist. 4 Monate vorher haben die Befürworter noch klar geführt. Am Abstimmungssonntag selber analysiert Flavia Kleiner Gründe für den Sieg von ihrem Nein-Komitee. Dass die breite Zivilgesellschaft sich mobilisiert hat, dass wir eigentlich angestanden sind und gesagt haben, wir haben genug von dieser Angstmacherei von der SVP. Wir haben genug davon, dass Themen, die früher den Anstand noch verboten hat, heute offenbar salonfähig sind. Später erzählt sie, was sie antreibt, was ihre Motivation war und immer noch ist. Mit der Leidenschaft kann man sehr, sehr viel bewegen. Ich glaube, auch wenn man wirklich sich einsetzt für die Ideale, die man möchte, verwirklicht sehen, dann glaube ich, kann man noch Berge versetzen. Welche Partei sie nicht mag, das sagt sie offen. Sie sieht sich aber außerhalb vom gängigen Links-Rechts-Schema. Vielleicht auch, weil sie in einer FDP-Familie aufgewachsen ist. Aber eine FDP ist heute zu wenig gesellschaftsliberal und eine SP dagegen zu wenig wirtschaftsliberal. Ganz wesentlich für uns sind eben die liberalen Werte, die wir uns darauf berufen. Oder? Wir sagen, wir sind die einzige Gesellschafts- wie auch wirtschaftsliberale Kraft, die die Schweiz im Moment darauf zählen kann. Es gibt nicht nur links und rechts in der Schweiz, finde ich, sondern es gibt auch, wer ist noch progressiv. Es brauche andere, überparteiliche und eben vor allem liberale Kräfte. Vermutlich wird man von der Flavia Kleiner und von der Operation Libero noch einiges mehr hören.